Dein wöchentlicher Blick in die Sterne auf Sol FM, damit du gut durch deine Woche kommst. Wochenhoroskop für die Woche vom 28. August bis zum 3. September 2023. Widder. Im Moment wissen Sie ganz genau, wie und wann Sie sich ins rechte Licht setzen müssen. Nutzen Sie Ihre Energie und zeigen Sie, was in Ihnen steckt. Mars sorgt dafür, dass Sie garantiert nicht übersehen werden. Vor allem Ihr authentisches Wesen und Ihre zupackende Art sind jetzt sehr gefragt. Man schätzt Sie, sucht Ihren Rat, Sie erfahren von allen Seiten Sympathie, Lob und Anerkennung. Stier. Sie dürfen sich auf eine erfolgreiche Woche freuen. Vor allem Jupiter sorgt dafür, dass viele Dinge reibungslos klappen. Die Sonne schenkt Energie, Sie sind aktiv, planen viel Neues in Ihrem Familien- und Berufsleben. Allerdings gibt es eine Problemzone. Ihre Finanzen. Kurzfristig werden Sie Ihre Sorgen da nicht loswerden. Um Ihr Finanzproblem zu lösen, brauchen Sie viel Geduld und Weitsicht. Zwillinge. In diesen Tagen sind Sie so etwas wie das Stiefkind der Glückswoche. Sonne, Merkur, Saturn und Neptun stehen im Quadrat zu Ihnen. Aber wenn um Sie herum Hektik herrscht, sollte Ihre Devise lauten, in der Ruhe liegt die Kraft. Gönnen Sie sich immer wieder Entspannungs- und Wohlfühlpausen. Aber Venus sorgt für stressfreie Momente. Sie hüllt Sie ein und schenkt Ihnen tiefe innere Freude. Krebs. Mit solchen Sternen schafft man alles. Sonne, Merkur und Jupiter kümmern sich jeden Tag um Sie. Die Energien dieser Planeten geben Ihnen Kraft, Elan und die Gewissheit, Ihre Ziele zu erreichen. Nichts kann Sie erschüttern. Dann gibt es noch den Vollmond bei den Fischen. Der macht Sie etwas verträumt. Aber wie das bei Ihnen so ist, auch aus Träumereien werden ganz schnell Ideen. Löwe. Die Sonne und Merkur stehen im Zeichen der Jungfrau. Kein Wunder, dass Sie nicht so ganz enthusiastisch im Leben stehen. Sie werden genauer, schauen besser hin, vergleichen auch mal die Preise und scheuen sich nicht, das billigere Produkt zu erstehen. Das ist nicht selbstverständlich für Sie, aber dieses Vorgehen gibt Ihren Finanzen enormen Aufwind und sie wird Ihr Schaden nicht sein. Jungfrau. Diese Woche haben Sie die Sonne und Merkur in Ihrem Zeichen stehen. Das bringt Sie mit wunderbaren Menschen zusammen, die Ihnen wohlgesonnen sind und Sie fördern. Vor allem mit Merkur können Sie rechnen. Er bringt Sie wieder endlich zurück auf die Erfolgsspur. In seiner Rückwärtsphase kamen da wohl zuerst auch bei Ihnen ein paar Zweifel hoch. Jetzt aber gibt es nur eine Richtung, nach oben. Waage. Sie können auf Mars vertrauen, wenn Sie jetzt neu anpacken. Ein Berg vor Arbeit liegt vor Ihnen, aber Ihre Energie bezwingt alle Berge. Allerdings machen Sie sich einen Plan, gehen Sie bei allem strukturiert vor. Dann wird Ihre Arbeit auch mit Erfolg belohnt. Venus, die im Löwen steht, verleiht Ihrem Liebesleben neuen Schwung. Ihr Alltag bekommt mehr Würze und die Arbeit kann mal warten. Skorpion. Jetzt leuchtet ohnehin der Sternenhimmel diese Woche in den schönsten Farben. Doch bei Ihnen, lieber Skorpion, leuchtet alles noch ein bisschen heller. Vor allem finanziell, beruflich und geschäftlich könnte es nicht besser laufen. Sie kassieren jetzt nicht nur viel Lob, sondern vermutlich auch bald mehr Geld. Wo so viel Licht ist, gibt's immer auch Schatten. Venus ist sperrig, in der Liebe könnte es kriseln. Schütze. Ihnen geht es gut, auch wenn ein launischer Merkur Ihnen immer wieder Hürden in den Weg stellt. Sie meistern diese Hürden mit Ihrem optimistischen Wesen und Ihrem Esprit. Dann ist da noch der Mars, der Ihnen nahelegt, Ihrem Körper etwas Gutes zu tun, ohne sich dabei zu überfordern. Wohlfühlen und Entspannung sind angesagt. Nehmen Sie sich unbedingt dafür ausreichend Zeit. Steinbock. Sonne, Merkur, Jupiter und Uranus erlauben Ihnen kleine Abenteuer. Sie dürfen davon ausgehen, dass nicht viel schief geht in dieser Woche. Mit Neptun läuft auch Ihre Intuition und Ihre Fantasie auf Hochtouren. Kreative Tätigkeiten liegen Ihnen jetzt mehr als Arbeiten, die Konzentration und Logik verlangen. Diese Sternenenergie und auch der Fischevollmond macht Ihr Leben deutlich leichter. Wassermann. Venus nimmt Sie liebevoll in die Arme. Sie steht im Löwen und möchte, dass Sie flirten, sich mit Freunden treffen, das Leben genießen. Sie können jetzt wunderbare Stunden erleben und genau das brauchen Sie jetzt. Gleichzeitig hilft Mars, ein Problem zu lösen, das Sie schon lange mit sich herumtragen und bedrückt. Ihnen fällt ein Stein vom Herzen und Ihre gute Laune kommt wieder zurück. Fische. Selbstbewusst und ohne Zweifel gehen Sie durch die Woche. Dank Jupiter, Uranus und Merkur wissen Sie genau, was Sie können und wo Ihre Stärken liegen. Das kann Sie beruflich einen Schritt vorwärts bringen, denn Sie lassen sich nicht so leicht von Ihren Vorstellungen abbringen. Es gelingt Ihnen immer öfter, innerlich zur Ruhe zu kommen und Ihre Gedanken auf Ihre wichtigen Ziele zu konzentrieren. Das war dein wöchentlicher Blick in die Sterne auf Sol FM, damit du gut durch deine Woche kommst. Und das aktuelle Wochenhoroskop gibt es auf der Seite www.fuerteventura.news als Video und als Podcast zum nochmal anhören.